Hallo Welt, hallo YouTube. Ich befinde mich hier gerade in der Garage, Schrägstrich Werkstatt, um einen Testaufbau vorzubereiten und da würde ich euch gerne mitnehmen. So, hier könnt ihr einige der Komponenten sehen, die ich im Rahmen einer Testbestellung gekauft habe und die ich bereits im Vorfeld auf einem Testbrett zusammenbauen möchte, um so erste Vorbereitungen zu treffen, damit das nachher auf der Baustelle schneller von der Hand geht. Kennzeichen für KNX ist vor allem diese grüne Busleitung. Darüber werden die einzelnen Komponenten miteinander verbunden und erhalten ihre Spannung über diese Leitung und auch die Kommunikation erfolgt auch über diese Leitung. KNX, so wie es in einer typischen Installation in einem Einfamilienhaus umgesetzt wird, ist ein sehr zentrales System. Das heißt, man installiert die einzelnen Komponenten in der Regel in einem Verteiler, der dann eben zentral in einem Technikraum sich befindet. Und ansonsten gibt es eben Komponenten, die schauen in etwa so aus. Die haben die verschiedensten Funktionalitäten, aber grundsätzlich sind das eben Geräte dieser Art, die auf die Hutschiene gehängt werden. Das ist quasi diese Schiene hier in dem Verteiler. Die werden da aufgeklipst, miteinander verbunden, verdrahtet, mit Strom versorgt und können dann eben miteinander kommunizieren. Besonders erwähnenswert ist vielleicht noch hier dieser Taster. Das ist jetzt ein Glastaster von der Firma MDT. Den kann man sich in erster Linie vorstellen wie einen Lichtschalter. Der kann aber zusätzlich zu der Eingabefunktionalität hat er auch die Möglichkeit, Informationen hier auf diesem Display darzustellen. Außerdem ist das natürlich deutlich mächtiger als ein einfacher Lichtschalter. Der kann eben frei programmiert werden und die Belegung der Tasten und so weiter, die Funktionalität, kann man eben per Software festlegen. Das heißt, diese Taste kann je nach Zimmer etwas anderes auslösen. Es gibt hier mehrere Ebenen. Das heißt, man ist hier sehr flexibel, was das Auslösen und Steuern der einzelnen Komponenten angeht. Der große Vorteil, der sich durch eine KNX-Installation gegenüber einer konventionellen Elektroinstallation ergibt, ist nun derjenige, dass es keine direkte Verbindung mehr gibt zwischen zum Beispiel einer Glühbirne auf der einen und dem Lichtschalter auf der anderen Seite. Bei einer konventionellen Installation ist es ja so, dass es eine spannungsführende Leitung in den Lichtschalter gibt. Die geht dann vom Lichtschalter weiter zur Glühbirne und von der Glühbirne zurück in die Elektroverteilung. Durch das Betätigen des Schalters wird dann der Stromkreis geschlossen und die Glühbirne beginnt zu leuchten. Bei KNX ist das Ganze etwas indirekter und abstrakter. Die spannungsführende Leitung geht nicht mehr über den Lichtschalter, sondern geht über den Schaltaktor. Der Schaltaktor kann den Stromkreis nun schließen und wenn er das tut, beginnt die Lampe zu leuchten. Ob er diesen Stromkreis zu schließen hat oder nicht, entscheidet aber der Schaltaktor basierend auf verschiedenen Ereignissen. Das kann zum Beispiel das Betätigen eines Glastasters sein, das kann aber auch ein Ereignis im Netzwerk sein über diese IP-Schnittstelle oder eben viele andere Ereignisse, die am Bus vorzufinden sind. Insofern ist man hier deutlich flexibler, da man auch später softwareseitig die Quelle oder den Auslöser ändern kann. Um euch nun vorzuführen, wie das Ganze in der Praxis aussieht, werde ich das Ganze auf einem Testbrett verdrahten. Ich habe hier diese und auch noch mehr Komponenten zur Verfügung und werde euch so nachher zeigen, wie eine fertige, einfache KNX-Installation aussehen kann und wie man das Ganze softwareseitig konfiguriert. Bis gleich! Nachdem es dann gestern Abend doch schon relativ spät geworden ist, habe ich das Ganze an der Stelle unterbrochen und mache heute frisch motiviert und mit voller Elan weiter an meinem Testaufbau. Das Ganze kann ich euch soweit auch schon mal vorführen oder euch den Zwischenstand zeigen. Es gibt hier zwei Hohlbanddosen. Da werden dann eben die Taster eingesetzt oder auch Steckdosen. Das muss ich mir dann noch überlegen. Hier sieht man auch schon die erste KNX-Leitung. Die wird dann quasi weitergeführt bis dahin. Leider ist mir da jetzt ein kleines Malheur passiert beim Einsetzen der Hohlbanddosen. Insofern musste ich das Ganze etwas verstärken. Gipskarton ist dann eben doch nicht so mein favorisierter Werkstoff. Ist aber an der Stelle nicht wichtig. Ist ja nur ein Demo-Board. Hier der Verteiler. Die einzelnen KNX-Komponenten sind eben schon aufgesteckt auf die Hutschienen. Man sieht hier sehr schön das Buskonzept. Die grünen Leitungen sind eben KNX-Leitungen. Und abgehend von der Spannungsversorgung kann man sehen, dass es hier zwei Leitungen gibt. Das heißt, die sind in den Klemmen einfach parallel zueinander gesteckt. Und eine Leitung geht eben weg zum IP-Router.
und die andere Leitung bzw. der ganz andere Leitungsstrang, der ja dann verlängert wird vom Schaltaktor zum Dimmaktor bis zur Dose eben, geht hier auch von der Spannungsversorgung weg. Sie können aber trotzdem alle miteinander kommunizieren später. Die hängen alle an einem Bus. KNX ist an der Stelle sehr flexibel und bis auf wenige Limitierungen kann man quasi topologisch alles machen. Also man dürfte jetzt nicht diesen IP-Router zum Beispiel auch noch hier zusätzlich anstecken, um so einen Ring zu bilden. Ansonsten ist man da aber wirklich sehr frei bei der Wahl der physikalischen Topologie. Wie man das Ganze dann nachher logisch adressiert und unterteilt, dazu später mehr. Ansonsten fehlt an der Stelle natürlich noch die eigentliche Spannungsversorgung. Das heißt, wir müssen diesen Teil hier noch anstecken. Wir werden noch ein paar weitere Reinklemmen brauchen. Und wir müssen natürlich dann auch die Leitungen schalten. Schlussendlich also an die Schalt- und Dimmaktoren anschließen. Das ist dann die Hausaufgabe für heute. Und dementsprechend mache ich mich ans Arbeiten. Bis dann! Ich bin auch gestern leider noch nicht ganz fertig geworden mit meinem Testaufbau. Der Abend wurde mal wieder etwas länger und ich hoffe, dass ich dann heute mit neuer Motivation das Ganze fertigstellen kann. Kurz zum Zwischenstand, sodass ich das mal vorführen kann. Wir haben jetzt hier viel mehr Komponenten angebracht als noch beim letzten Mal. Hier sind Steckdosen, Auslässe vorbereitet und die Steckdosen, die sind tatsächlich auch schon verdrahtet. Es gibt einen LED-Spot und einen Sockel für klassische Leuchtmittel bzw. Retrofit-LEDs. Es gibt auch hier zwei LED-Streifen, einmal Tunable White und einmal ein RGB-LED-Streifen, die dann auf der Rückseite über Controller gesteuert werden. Die Controller habe ich auch schon angebracht, werde ich euch später auch noch zeigen, wenn das dann alles fertiggestellt ist. Ansonsten gibt es hier heute noch einige Dinge zu tun, nämlich zum einen die Verkabelung an die Controller. Und zum anderen möchte ich hier noch ein paar Labels anbringen und das Ganze dann abschließen. Zumindest das erste Demo-Setup hier. Das ist ja bloß ein Testbrett. Insofern muss man das jetzt auch nicht hundertprozentig perfekt machen. Auch das Netzwerkkabel war beim letzten Mal noch nicht hier. Das habe ich hier in den IP-Router angesteckt und nach außen geführt, sodass ich das dann in den Switch stecken kann, um darauf auch per Netzwerk zuzugreifen. Ich werde mich jetzt drauf und drüber machen, hier weiterzuarbeiten und hoffe, dass ich dann am Ende des Abends mit diesem Testaufbau fertig bin. Bis dann! So, ein weiterer Tag, ein weiterer Abend. Ich bin gestern soweit fertig geworden mit der Verdrahtung und dem Aufbau des Testbretts und ich möchte euch das Ganze kurz zeigen in einer Art Zwischenbericht. Wie man sehen kann, sind alle Komponenten hier angebracht, Steckdosen, Spots, Lampen, Taster sowie LED-Bänder. Die sind mittlerweile auch verlötet. Auf der Rückseite finden sich die Netzteile. Und auch die Elektroverteilung, die ist jetzt hier schon mal abgedeckt. Mit der Abdeckung ist soweit fertig. Was jetzt in den nächsten Schritt kommt, ist zum einen nochmal ein kurzer Zwischenschritt, nämlich die mechanische Verstärkung dieser Gipskartonplatte. Das hat sich herausgestellt, dass die sich hier an der Stelle ein bisschen durchbiegt. Und ich möchte gern verhindern, dass die bricht beim Transport oder bei einer ungünstigen Bewegung. Insofern werde ich da jetzt nochmal einen kurzen kleinen Holzrahmen bauen. Ansonsten kann ich das Ganze aber in den Strom einstecken und auch testen, ob es funktioniert. Das habe ich tatsächlich noch nicht getan. Es gibt also hier quasi einen Schuko-Stromstecker mit einem entsprechenden Label, weil es an der Stelle wichtig ist, dass man die Phase, die eben hier am linken Stift anliegt, richtig herum in die Steckdose steckt, sodass das von der Elektroverteilung her im Verteiler entsprechend hinhaut. Außerdem gibt es ein Netzwerkkabel, das geht dann in den Switch und dann können wir das Ganze eben konfigurieren und ansprechen. Dazu später mehr. Bis dann! Nachdem auf dem vorangegangenen Video die Elektroverteilung verdeckt war, hier vielleicht noch einige Impressionen der Elektroverteilung. Wie gesagt, grünes Kabel KNX-Leitung, mit der die Aktorik eben verbunden ist und die Taster. Und ansonsten ist das hier relativ einfach mit reinklemmen, miteinander verbunden, ein paar Verrücken gesetzt, um das auch untereinander zu verbinden und dann gehen da halt die Leitungen weg. Etwas Zugentlastung, aber wenig Spektakuläres oder besonders Erwähnenswertes.
So, ich glaube, ich kann jetzt guten Gewissens sagen, dass ich komplett fertig bin mit dem Testbrett. Zumindest aus meiner Sicht. Eingesteckt und getestet habe ich es noch nicht. Insofern kann vielleicht noch ein bisschen Nacharbeit fällig werden, aber grundsätzlich schaut das gut aus. Rein optisch hat sich hier jetzt erstmal nichts mehr verändert. Ich musste jetzt auch noch mal ganz kurz an der Verteilung etwas ändern, weil ich da doch noch mal zwei Leitungen vergessen hatte. Ist mir jetzt beim Überprüfen aufgefallen. Und ansonsten sind wir ready to go. Bevor ich das Ganze einstecke, wie gesagt, mit dem Stecker da unten drehe ich das Brett nochmal um. Und hier also die Rückseite. Die Hohlbanddosen, das sind die orangenen Dinger, wo die Taste bzw. die Steckdosen eingesteckt sind. Hier sind zwei KNX-Controller für die LED-Stripes auf der anderen Seite, die dann über diese stromführenden Leitungen mit Strom versorgt werden. Und hier ist ein 24 Volt Netzteil für den einen Streifen und ein 12 Volt Netzteil für den anderen Streifen, weil das die eben mit unterschiedlichen Spannungen betrieben werden müssen. Ansonsten hier noch der LED-Spot und halt eine Reihe von Kabeln, die ich hier ein bisschen versucht habe, nicht ganz grässlich zu führen und die mit Kabelbindern verbunden habe. Hier nochmal der Stromstecker, also der Schuko-Stecker, der in die Steckdose geht. Und man kann auch hier jetzt den Holzrahmen sehen, den ich da nochmal gebastelt habe, um dem Ganzen etwas Stabilität zu geben und auch Abstand zu gewinnen, sodass man das am Boden abstellen kann, ohne dass es da eben irgendwo aufliegt. Ich bin guter Dinge. Ich würde das Ganze jetzt mal auf den Boden hier stellen und dann auch einstecken und schauen, ob das soweit funktioniert oder ob wir nochmal nacharbeiten müssen. Bis gleich. So, der Testdarbohrer befindet sich nun am Boden, sicher platziert, da kann nicht viel passieren. Und bevor ich das Ganze nun mit dem Stromnetz verbinde, muss ich noch ganz kurz prüfen, wo sich die Phase befindet, da ich ja von der Verteilung her darauf angewiesen bin, dass das Ganze richtig gepolt eingesteckt wird. Ich bin selbst ganz gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Gegebenenfalls wird es auch die Sicherung rauswerfen, den Sicherungsautomaten und oder Rauchzeichen geben. Das werden wir gleich herausfinden. Kurz also die Prüfung, auf welcher Seite sich der Außenleiter befindet. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das erkennen wird können im Video nachher, aber es glimmt leicht, daher weiß ich, dass sich der Außenleiter auf der Seite zu meiner Linken befindet, genauso wie ich das hier mit dem Stecker eben brauche. Das Ganze ist noch ausgeschaltet hier, aber ich verbinde ja trotzdem schon mal den Schutz- und den Neutralleiter. Und insofern werden wir sehen, was passiert. So, Lichter sind noch an. Insofern bin ich guter Dinge, dass da jetzt kein ganz großer Blödsinn passiert. Und jetzt schalte ich das Ganze einmal ein. So, die Beleuchtung hängt am selben Stromkreis und es leuchtet immer noch. Insofern hat es geklappt und man kann hier erkennen, dass eben die ersten Lichter zu leuchten beginnen. So sieht das Ganze nun also im Detail aus der Nähe aus. Die einzelnen KNX-Komponenten haben eben Status-LEDs, die uns über den internen Zustand in Kenntnis setzen. Und in erster Linie bedeutet das, dass der KNX-Bus mit Spannung versorgt ist und funktioniert. Besonders interessant sind auch die Glastaster. Hier muss ich kurz die zusätzliche Beleuchtung ausschalten, sodass man das besser erahnen kann. Die befinden sich im sogenannten Programmiermodus und können jetzt eben aus der Software heraus programmiert werden. Jetzt, da wir gesehen haben, dass das Ganze ordnungsgemäß funktioniert, werde ich das Netzwerkkabel am Switch anschließen und so über die entsprechende Software die einzelnen Komponenten konfigurieren. Doch dazu in einem späteren Video mehr. Bis dann!